Hallihallo, freut mich sehr, dass ihr da seid. Mein Name ist Ingrid und heute möchte ich mit euch aus diesen A5 Action Design Papierblöcken Karten basteln. Diese Blöcke sind jetzt schon etwas älter, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass der ein oder andere von euch noch den ein oder anderen Block irgendwo rumliegen hat. Und ich zeige euch heute meine drei Lieblingskartenformate aus diesen Blöcken. Und zwar sehen die so aus. Ich würde sagen, wir starten gleich. Karte Nummer 1. Für die Karte Nummer 1 habe ich mir aus diesem Block hier zwei Blätter ausgesucht, die ich finde gut zusammenpassen. Und dazu auch noch zwei A4 Farbkartons, die von der Farbe alle miteinander kombinierbar sind. Zumindest denke ich das. Und eigentlich bekommen wir daraus vier Karten. Und wir fangen mit den Grundkarten an. Wir legen an der langen Seite an und falzen bei 10,5. Drehen das Ganze um und falzen auf der anderen Seite 5 cm. Dann noch der Länge nach halbieren, also 10,5, einmal durchschneiden. Und schon haben wir zwei Karten. Das gleiche machen wir hiermit, also bei 10,5 falzen. Von der anderen Seite bei 5 cm falzen. Und der Länge nach auseinanderschneiden. 10,5. Als nächstes schneiden wir unsere Designpapiere zu. Diese Blätter sind in der Breite 14,5, gut, vielleicht 14,6, aber dieser 1 mm ist nicht so dramatisch. Das heißt, wir schneiden uns zwei Streifen je 10 cm ab. Und da würde ich euch empfehlen, eine ältere Klinge zu nehmen, damit ihr euch eure gute Klinge nicht ruiniert. Denn wenn die meisten von diesen Papieren haben ziemlich große Glitzerteile hier und die sind ehrlich gesagt Gift für die Schneideklinge. Okay, also wir haben hier 2 x 10 cm abgeschnitten, dann legen wir es der langen Seite an und schneiden bei 10. Okay, nochmal. Ich gucke jetzt kurz, die Seite war angeklebt. Okay, dann fange ich von da an. Zwei Stück je 10 cm. Drehen um und schneiden ein 10 cm Quadrat. Wir falzen Karte Nummer 1, Karte Nummer 2 Karte Nummer 3 und Karte Nummer 4. So, ihr könnt diese Karte Hochformat, Querformat machen, wie es euch gefällt. Da ich aber ein Motiv habe, das eine Richtung hat, kann ich mich jetzt ein wenig danach orientieren.
So, ich habe diese Luftballons zum Beispiel, die kann ich drehen, wie ich möchte. Diese hier natürlich nicht. Das heißt, zwei von diesen Karten werden auf jeden Fall Querformat. Und die beiden hier kann ich dann wohl Hochformat machen. So. Ich kann aber natürlich auch eines von denen hier einfach umdrehen und Querformat machen. Das könnt ihr euch jetzt überlegen, wie ihr das möchtet. Und falls ihr jetzt auf diese Seite noch ein Band ankleben möchtet, dann tut ihr das, bevor ihr das Designpapier aufbringt. Ich habe mich entschieden, ich werde diese beiden hier fertig machen, die hier im Querformat und die hier Hochformat. Fangen wir mit der hier an. Hier hätte ich gerne ein Band quer rüber. Das klebe ich mir jetzt schon mal auf. Gut, und dann kann ich das hier aufkleben. Okay, wenn ihr daraus hier eine Tasche machen möchtet, dann kleben wir erst das Designpapier auf und stanzen uns dann eine kleine Aussparung aus. Auch hier solltet ihr auf dieser Seite mit einem Band oder einer Kordel arbeiten wollen, dann müsst ihr das auf das Designpapier machen, bevor ihr es aufklebt. So, und wir haben hier ungefähr einen Zentimeter Überstand. Das heißt, wir können hier eine ganz leichte Aussparung reinstanzen. Entweder macht ihr das mit einer ganz kleinen Kreisstanze oder vielleicht habt ihr irgendeine andere Form. Ich versuche es heute mal mit dieser hier. So, irgendwie halbwegs mittig. Okay, sieht ganz okay aus. Hoppala. Okay, und dann kleben wir die Tasche einfach zu. So, solltet ihr eure Karte aus einem dunklen Farbkarton machen, könnt ihr hier noch ein weißes Papier aufkleben, sodass man gut seine Grüße aufschreiben kann. Und dann wäre die Karte an sich schon fertig. Müsste jetzt noch dekoriert werden, das mache ich dann im Anschluss. Dann zeige ich euch noch kurz, wie diese hier funktioniert, eigentlich auf die gleiche Art und Weise. Und diesmal mache ich hier unten auf dieses Teil ein bisschen Deko. Dafür habe ich hier diese Kordel. Mal schauen, wie viel ich davon brauche. So zweimal ungefähr. Und das mache ich diesmal nur um das Designpapier rum. Wenn ihr das Ganze nicht als Tasche arbeiten möchtet, sondern einfach nur als Klappe, so wie die hier, also das hier ist jetzt keine Tasche, dann könnt ihr das Ganze hier rein machen. Ne? Also ihr könnt dann eure Kordel oder euer Band, was auch immer ihr verwendet, hier durchziehen, weil ihr das dann ja komplett zuklebt. Das habe ich auch hier so gemacht. Deswegen geht es auch bis zur Kante vor. Wenn ihr aber das Ganze als Tasche arbeiten möchtet, dann würde das innen drin stören, sobald man was reinschiebt, einen Geldschein oder einen Gutschein. Das würde sich dann da verhaken, würde ich euch jetzt nicht empfehlen. So, Konzentration, beinahe hätte ich es auf die falsche Seite geklebt. Wenn ihr hier das Band oder die Kordel mittig haben wollt, bedenkt bitte, dass das Ganze später einen Zentimeter, also von dem Ganzen ungefähr einen Zentimeter verdeckt wird. Ich würde es also nicht wirklich mittig machen.
schwierig, das Ganze ein bisschen abzuschätzen, aber ja, so halbwegs. Oder ihr macht euch mehr Mühe und messt das Ganze ab. Okay, und jetzt klebe ich das Ganze auf. Okay, und auch hier, wenn ihr das als Tasche arbeiten möchtet und es haben möchtet, könnt ihr jetzt hier eine Aussparung ausstanzen. Jetzt versuche ich mich mal an einem Halbkreis, aber wirklich nur einen ganz kleinen. Okay, und auch hier einfach an den Seiten Kleber auftragen. Bei Taschen empfehle ich immer einen Flüssigkleber und zwar nicht den Tombow, weil die einfach komplett trocknen und hinterher auch wirklich nicht mehr stören. So, ich hatte hier noch zufällig einen Rest. Dann versuche ich hier noch eine Schleife zu binden. Vielleicht nur so eine einseitige, mal schauen. Ja. Okay. Ja, das wären jetzt die zwei Karten. Einmal hochkant, einmal Querformat. Beide Male mit einer Tasche, in die man einen Geldschein oder einen Gutschein einfügen kann. Und jetzt geht's ans Dekorieren. Fertig. Hier ist das Geldschein-Gutschein-Fach. Hier die Nummer 2, auch mit einem Geldschein-Gutschein-Fach. Dann habe ich die anderen beiden noch fertig gemacht. Hier ein paar Herzchen. Und eine schicke Variante. Ein bisschen aquarelliert und auch die hat ein Gutschein-Geldschein-Fach. Und das hier ist der Rest aus 2 Bögen Designpapier und 2 DIN A4 Farbkarton haben wir 4 Karten erstellt mit No Waste. Weiter geht's mit Nummer 2. Dafür habe ich mir noch ein Blatt aus dem Block ausgesucht. Dieses hier und habe einen Kartenrolling, ein Standard A6 Kartenrolling ausgesucht. Der hier ist 10,5 x 14,8 und wir schneiden an einer Seite 5 cm ab. Okay, als nächstes schneiden wir unseren Farbkarton. 14,8, wenn wir 5 mm Rand haben möchten, dann müssen wir das Ganze auf 14,3 kürzen.
Und dann gucke ich, auf welche Seite hier der Kleber ist und fange auf der entgegengesetzten Seite an. Also hier, leg an der langen Seite an und schneide als erstes 10 cm. Und dann noch 2 mal 5. So, das hier sind die Reste. Die Designpapiere können wir als nächstes ankleben. Und zwar kommt das große hier auf die Innenseite und die anderen beiden auf die Klappe innen und außen. Ich habe mir hier noch zwei Stanzformen zurechtgelegt und dann können wir auch schon dekorieren. Schluss kleben wir diese Stanzform auf die Hälfte auf. Das ist eine meiner Lieblingskarten, denn je nachdem, wie groß ihr die Stanzform außen macht, wird auch die innere. Und ihr seht, da hat man nicht besonders viel Platz, um jetzt ganz viel Text zu schreiben. Und das mag ich eigentlich recht gern. Das kann natürlich auch anders sein, je nachdem, wie groß die Stanzform ist, kann man da auch einiges mehr an Text reinschreiben. Und wie ihr sehen könnt, wenn ihr zwei Blätter Designpapier verwendet, dann könnt ihr auch ein bisschen Kontrast erstellen. Also ihr müsst nicht in dem gleichen Designpapier arbeiten, ihr könnt es auch mixen. Das ist, wie schon bemerkt, eine meiner Lieblingskarten. Und die habe ich mir von Olga abgeguckt. Ihr Kanal heißt Olga macht das so. Schaut unbedingt vorbei. Sie macht echt tolle Karten. Da kann ich immer wieder was Neues entdecken. So, hier ein bisschen Kleber auftragen. Und dann könnt ihr es entweder ausmessen oder ihr peilt es mit dem Auge an. Pi mal Daumen. Okay. So. Wenn ihr eine Form benutzt, die sich ganz gut angleichen oder anpassen lässt, so wie die hier, dann könnt ihr das innere Teil genauso groß stanzen. Solltet ihr aber eine Form haben, so wie hier, die sich recht schwer angleichen lässt, dann müsstet ihr fast eine Größe kleiner gehen. So wie hier. Okay, und das wird folgendermaßen aufgeklebt. Wir tragen Kleber auf die linke Seite auf. Ihr müsst euren Kleber selbst kennen. Ich weiß, meiner hier lässt sich nicht so schön flach drücken. Und wenn man da drüber schreibt, könnte das unter Umständen unschön werden, deswegen mache ich nur den Rand. So, und dann kann ich das hier genau Kante an Kante angleichen und die Karte schließen. Nochmal kurz kontrollieren, mit Nasskleber kann man das ja machen, dass man noch ein bisschen angleicht. Nein, das passt. Dann kann ich das andrücken. Okay, uns fehlt noch ein bisschen die Dekoration, die mache ich jetzt noch drauf. Noch
ein bisschen Glitzer. Und fertig ist die zweite Karte. Die geht im Querformat, Hochformat und kombinierte Designpapiere, größere Stanzformen. Und ja, achtet darauf, wenn ihr Formen habt, die ihr nicht gut anpassen könnt, dann müsst ihr für innen ein bisschen kleiner zuschneiden. So, das war Nummer 2. Und jetzt kommt Nummer 3. Dafür brauchen wir ein Kartenrolling in A6, ein A5 Designpapier, also noch einmal ein Blatt davon. Und ich habe mir dieses jetzt aus diesem Block hier ausgelöst. Wir fangen mit dem Farbkarton an. Ich gucke wieder, wo meine Klebekante ist und fange auf der anderen Seite an zu falzen. Und zwar falzen wir bei 10. Und bei 20, das heißt, uns bleibt eine 1 cm Klebelasche. Die Karte an sich wird nur 10 cm breit, aber ich kann den halben Zentimeter gut verschmerzen. Das heißt, wir müssen unseren Kartenrolling auch erst einmal auf 10 cm Breite verschmälern. Wahrscheinlich müssen wir später noch ein bisschen mehr abschneiden, aber fürs Erste auf 10 cm. Was wir natürlich auch noch machen müssten, ist in der Höhe auf 14,8 verschmälern, wenn das nicht schon der Fall ist. Doch, der hier passt. Ich weiß nicht, die sind eben diese Blöcke nicht ganz so akkurat. Manchmal ist es 14,8, manchmal sind es 15. Ja, einfach nochmal kontrollieren. Ja, wir können hier die Falzlinien nachziehen. Und zwar fangen wir mit dem 1 cm an. Und dann können wir die Kante hier einstecken, sodass es wirklich einfach bis in den Bruch geht, also in die Falzlinie, Falzkante, Falzlinie, und ziehen dann den hier nach diese Falzlinie. Okay, das wäre jetzt unsere 10 cm Karte. Meins wird ein Querformat wegen dem Motiv. Und nun können wir diese Karte schon mal reinhalten, um zu sehen, ob sie drüber hinausschaut. Also ich lege jetzt, um zu kontrollieren, die Falzlinie, also die Umbruchkante, hier rein, weil ich das dann anzeichne unter Umständen. So, ihr seht, ein bisschen was steht über. Und ich hätte eigentlich lieber, dass von diesem Designpapier eine Idee drüber steht, damit man es einfach besser anfassen kann und aufklappen. Das heißt, nochmal nachschauen. Ich darf hier nochmal so 1,5 mm abschneiden. Das mache ich jetzt mal. So, vorhin bei 10. Jetzt gehe ich mal auf 9,8. Okay, gut. Tipp, die Kante, die später innen ist, könnt ihr entweder mit einer Stanze bearbeiten, wenn ihr möchtet. Das habe ich hier bei dieser Karte zum Beispiel gemacht. Ja. Und diese Stanzen, die nehmen ja von der kompletten Breite immer noch ein paar Millimeter weg. Oder wenn ihr das nicht möchtet, dann schneidet ihr bitte an einem der Seiten noch mal ein bisschen was weg. Und zwar geht es darum, dass wenn man die Karte öffnet, dass man hier auch ganz gut eingreifen kann und damit es eigentlich auch recht leicht auf und zu geht. Ja, ihr seht, da ist auch ein bisschen ein Versatz. So, ich werde natürlich jetzt hier mal arbeiten mit dieser Stanze. Und dafür gibt es ganz, ganz viele Tutorials im Internet. Was ich gerne mache, ist gucken, dass ich in dem Motiv an einem Punkt anfange, der Sinn macht. Also entweder mitten im Motiv oder am Ende des Motivs. Und dann arbeite ich mich einfach mal durch. Oje,
kurz mal abgerutscht. Okay. Ha, bisschen was ist rausgerieselt. So sieht meine jetzt aus hier. Meine Kante. Okay. Und nun können wir den Durchbruch ausstanzen. Da könnt ihr Formen nehmen, die euch gefallen. Das ist ziemlich egal, was ihr nehmt. Wichtig ist, und das würde ich euch empfehlen, nehmt keine filigrane Stanze. Also nichts, was kleine Teilchen hat, weil wir stanzen durch beide Lagen und das hat doch eher die Qualität von einem Farbkarton und das könnte zu viel werden. So, dann suche ich mir jetzt mal eine Form aus und stanze mal. Ich habe mich für ein Oval entschieden und habe es auf einmal durch beide Lagen durchgestanzt. Und nun können wir dieses Designpapier an die Karte anbringen. Und zwar so. Also, das ist außen. Dann macht man die Karte auf. Hat hier entweder eine versetzte Kante oder eine schöne gestanzte Kante. Dann macht man das so auf. Okay, als erstes kleben wir diesen 1 cm an die Rückseite von dem Kartenrolling. Das heißt, wir tragen hier Kleber auf. Ich mache hier gerne zwei Linien und die dritte, die fahre ich an dem Kartenrolling entlang. So habe ich das einfach besser unter Kontrolle. Oben, unten anpassen, den Zentimeter umlegen und die Karte schön in den Fold, in den Umbruch drücken. Okay. So sieht die Karte dann von hinten aus. Ihr seht, wir haben hier also ein bisschen Überstand. Ich finde das ganz gut. Dann kann man die Karte einfach besser anfassen und öffnen. Hier, das ist noch offen. Das hat auch einen bestimmten Grund. Nämlich, wenn ihr hier auf diesen Bereich irgendetwas stempeln möchtet oder irgendwelche Stanzen aufkleben, dann könnt ihr das viel besser positionieren, während ihr hier drin noch nichts habt. Ja, ihr könnt also hier jetzt stempeln, irgendwas machen, eure innere Seite quasi dekorieren. Und danach könnt ihr hier ein Pergamentpapier einkleben oder eine Folie oder was ich jetzt machen werde. Ich habe mir hier einen Streifen Farbkarton zugeschnitten und vorbereitet und den werde ich hier so mittig hinein positionieren. Ich werde also die Öffnung offen lassen. Mache mir hier so einen Steg rein und werde dann auf diesem Steg meine Dekoration anbringen. So. Schaue ich mir noch mal an. Das ist das Schöne an dem Nasskleber. Da kann man noch ein bisschen dran rum vorwerken. Okay. Ja, auch von der Seite sieht es okay aus. Gut. Und dann würde ich euch empfehlen, den Kleber auf diese Seite aufzutragen und das Ganze zuzukleben. Wenn ihr natürlich hier ein Pergamentpapier einarbeiten möchtet, dann bitte vorher, aber das ist klar. So. Der Grund, warum ich den Kleber auf diese Seite auftrage, ist, weil diese natürlich ein bisschen kürzer ist als die andere und ich nicht möchte, dass da irgendwo der Kleber hinkommt, wo er nicht hin soll. Okay. Ganze zu klappen. Nochmal gucken, dass die Kanten passen. Man
Und damit ist die Karte geschlossen. So, das ist dann der Kartenrolling oder die Karte an sich, die Kartenbasis. Und nun geht's ans Dekorieren. Fertig, die Nummer 3. Und von innen sieht das Ganze so aus. Das war also die Nummer 3, ist dieses Kartenformat. Die Nummer 2 waren diese hier. Und die Nummer 1 waren diese hier. Ja, das war's mal wieder für heute. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wie immer, gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr denkt, es sei empfehlenswert. Das hilft mir mit meinem Kanal weiter. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln und würde mich wie immer freuen, wenn ihr mich taggt, damit ich sehe, wie ihr eure Karten gestaltet habt. Dann bis zum nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn ihr wieder vorbeischaut. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit euren eigenen kreativen Projekten. Tschüss!